Nicht schlecht. Und haben Sie auch ein Glas im Château Neuf du Pape? Was? Ich sag's nochmal, Bruder. Ein Glas Château Neuf du Pape. Und als i-Tüpfelchen könnte ich Ihnen noch das Nasenbein schief ansetzen. Das ist äußerst populär heutzutage. Stimmt was nicht, Doc? Sie haben schon Gesichtsoperationen hinter sich gebracht? Aus besonderen Gründen? Ja, mein Gesicht wurde einfach zu bekannt für die Polizei. Das Gefühl kenne ich. Also, was denken Sie? Was denken Sie? Das sind eindeutig Sie. Machen Sie weiter. Gut. Nun zum Honorar. Wie viel, sagten Sie, hat Ihnen die Sache mit dem Panzerwagen eingebracht? 1 Million, mehr nicht. Das ist eigenartig. Ich habe sie überprüfen lassen und da hörte ich, es wären eher 1,5 Millionen gewesen. Ja, aber nach der 1. Million, wer zählt da noch? Erfreulicher Standpunkt. Weil ich von Ihnen 150.000 will. Dr. Fellows, ich habe 100 Riesen hier drin. Nehmen Sie sie oder lassen Sie es? Also so gesehen werde ich es nehmen. Wann fangen wir an? In circa einer Stunde. Wollen Sie sich nicht ein bisschen entspannen? Schwarze 9 auf die rote 10. Verloren. Ihr habt kein Recht, mich hier gefangen zu halten. Schreib an deinen Kongressabgeordneten, Bruder Giuliano. Los, rein da! Guten Tag, Bruder. Stimmt was nicht, Charlie? Du siehst aus, als hättest du einen Geist gesehen. Noch nicht, Miss Jones. Aber er wird bald einer sein. Ich muss Dr. Fellows sprechen. Das ist absolut demütigend. Die Lampen hier. Turbo Booster. Schleudersitz, wozu? Oh. Das hat wohl ein höheres Wesen entworfen. Kit, ich bin in Charlies Zimmer. Was ist mit den Diamanten? Ich suche sie gerade. Ist Bruder Francis bei dir? Ich habe Bruder Francis und Bruder Tyrone hier bei mir. Was weißt du über Dr. Fellows? Er wurde aus dem Nationalen Institut für Plastische Chirurgie geworfen. Vor etwa einem Jahr. Damals tauchte er im Kloster auf. Und bot finanzielle Unterstützung an. Sehen Sie, wir und das Kloster mussten harte Zeiten durchmachen. Aber wir hatten keine Ahnung davon, dass er das Weingut als Deckmantel für seine, verzeihen Sie das Wort, illegalen Operationen nutzt. Wieso gingen Sie nicht zur Polizei? Weil er unseren Kellermeister Bruder Giuliano als Geisel festhält. Er hat angedroht, ihn zu foltern, wenn wir Hilfe holen. Bruder Giuliano ist schon okay. Volltreffer. Kit, ich hab die Diamanten. Ich wusste, Sie würden sie finden, Michael. Ich verschwinde jetzt und versuche, Charlie zu finden. Ich bitte Sie, seien Sie vorsichtig. Ich habe mich so an Ihr Gesicht gewöhnt. Wirklich? Ein Wunder ist das alles.
Hat mein letztes Stündlein schon geschlagen? Seht nach, ob er meine Diamanten hat. Charlie, ich weiß nicht, ob das eine Verbesserung ist. Kit, wenn du in 20 Sekunden nichts von mir hörst, hol mich heraus. Kit, hol mich lieber gleich. Die kleine Spritze stellt ihn gleich ruhig. In den Operationssaal mit ihm. Gibt es noch einen anderen Weg, zu Dr. Fellows zu kommen? Vielleicht, wenn du gern durch dicke Mauern fährst. Das zählt nicht zu meinen Lieblingsbeschäftigungen, aber immer noch besser, als sich mit einem Esel abzugeben. Er kommt. Knight Rider.